Herzlich willkommen zur zweiten Folge von PowerPoint TV. Mein Name ist Axel Becker und das ist Dieter Schieke. Hallo Axel. Hallo Dieter. Was heißt du da? 1. Mai. Heraus zum 1. Mai. Das Thema unserer heutigen Sendung. Axel, was trägst du heute für ein T-Shirt? Wie immer, 42. Toll. Und Schwarz du? und Gelb. Und Ja, du? schwarz und orange. Ready for a new day. Und Office noch dazu. Vom letzten Launch bei Microsoft. Wer es hat? Ja. PowerPoint halt. Die Sponsoren der heutigen Sendung sind Presentationload.de dein PowerPoint aktuell. und die Firma Texmas. Ja, und natürlich gibt es auch diesmal wieder Tutorials. Und zwar haben wir gleich zwei davon und beide behandeln das Thema Farbschema in PowerPoint. Willkommen zum Tutorial Farbschemas in PowerPoint 2003 Teil 1. Jedes Foliendesign in PowerPoint hat ein eigenes Farbschema. Manche bzw. die meisten haben sogar mehrere Farbschemas. Um das Standardfarbschema mit den 8 Grundfarben anzuzeigen, wählen Sie ein beliebiges Objekt auf der Seite und gehen dann in eins von den 3 Farbfeldern hier unten, Füllfarbe, Linienfarbe oder Schriftfarbe. Klicken auf das kleine Dreieck, damit das Farbmenü ausklappt. Kleiner Trick an dieser Stelle, Sie können jedes Menü hier oben an dieser gestrichelten Kante abreißen und dann an eine Position schieben, wo es Sie im Moment gerade nicht stört. Und wenn Sie es nicht mehr benötigen, können Sie das durch das Klicken auf dieses kleine X hier wieder schließen. Ich lasse das jetzt mal offen. Also, die Farben bedeuten von links nach rechts Hintergrundschema für die Hintergrundfarbe. Die zweite Farbe von links ist Text- und Zeilenfarbe, bezieht sich auf alle geschriebenen Texte. Die dritte Farbe ist die Schattenfarbe. Achtung, nicht die Schattenfarbe von Schrift, sondern nur die von Autoformen und Textfeldern. Die vierte Farbe ist die Titeltextfarbe. Sie formatiert den Text, der im Platzhalter für die Titelzeile steht. Der fünfte Bereich ist die Füllbereichsfarbe. Jede Autoform zum Beispiel, die Sie zeichnen, wird automatisch mit dieser Farbe gefüllt. Und dann gibt es 3 weitere Farben, sogenannte Akzentfarben. Das bedeutet, diese Farben korrespondieren mit den vorangegangenen 5, haben aber teilweise keine oder eine nicht so ganz wichtige Funktion. Die erste ist eine reine Akzentfarbe. Die zweite ist eine Akzentfarbe und die sogenannte Hyperlinkfarbe. Wenn Sie also eine Webadresse, zum Beispiel www.ppt-tv.de, dort eintippen in den Text irgendwo, wird dieses markiert wie ein Hyperlink. Sie kennen das auch aus den anderen Office-Produkten, unterstrichen und eben in dieser Farbe dargestellt. Der letzte Punkt ist dann Akzentfarbe und die Farbe eines besuchten Hyperlinks. Also wenn man dann draufgeklickt hat auf diesen Hyperlink, dann ist die Farbe nicht mehr dieses Rot, sondern dieser bräunliche Farbton als besuchter Hyperlink. Wie können wir ein solches Farbschema jetzt unseren eigenen Bedürfnissen anpassen? Dazu wechseln wir auf den Punkt Ansicht, Aufgabenbereich, sofern er nicht ohnehin schon bei Ihnen angeschaltet ist. In diesem Aufgabenbereich wechseln wir über das Pull-Down-Menü auf den Punkt Foliendesign Farbschemas. In diesem Fall sehen wir, hat unsere Präsentation, die übrigens von der 33 professionelle PowerPoint-Vorlagen-CD stammt, nur ein Farbschema. Um das Farbschema zu bearbeiten, klicken wir einmal drauf, sodass es ausgewählt ist. Insbesondere ist das wichtig, wenn mehrere Farbschemas vorhanden sind und gehen hier weiter unten auf Farbschemas bearbeiten. Jetzt sehen wir unsere Farben hier angegeben wieder, diesmal in der senkrechten und können jetzt ganz einfach zum Beispiel die Füllbereichsfarbe ändern, indem ich draufklicke, auf den Punkt Farbe ändern gehe und einfach mal hier den Schieberegler etwas nach unten ziehe, um die Farbe einfach abzudunkeln. Wenn ich das so habe, dann klicke ich auf OK. Sie sehen, das ist sofort geändert hier. Und ganz wichtig, wenn ich möchte, dass das auch in der Präsentation
jetzt verwendet wird, muss ich hier unbedingt auf Übernehmen klicken. Dann wird automatisch ein weiteres Farbschema angelegt und dieses, da wir auf Übernehmen geklickt haben, auch direkt angewendet. Jetzt kann man ganz einfach durch Klicken auf eines dieser Farbschemas diese Farbe oder die Farbwerte aus diesem Farbschema direkt übertragen auf die Folie. Achten Sie auf den fünften kleinen Kasten, diesen Kasten hier. Achten Sie auf den, der wird jetzt nämlich die Farbe ändern. Sie sehen gelb und hier mehr Ocker. Auf diese Art und Weise können Sie aufbauend auf einem Farbschema mehrere verschiedene bearbeiten. Jedes Mal, wenn Sie auf Farbschema bearbeiten gehen und eine Farbe hier ändern, wird ein neues Farbschema angelegt. Wenn wir also die Hintergrundfarbe beispielsweise in einen völlig unpassenden Farbton ändern, okay, und dann mit Übernehmen bestätigen, sehen wir hier ein weiteres Farbschema, was hinzugekommen ist. Wir sehen auch, dass sich die Hintergrundfarbe hier in dem Platzhalter geändert hat. Also, wenn wir ein Objekt auswählen und dann hier einfach hineingehen, sehen wir, an der linken Stelle ist jetzt dieses T-Magenta. Was wir aber nicht sehen, ist ein magentafarbener Hintergrund. Das ist einer der typischen Fälle, wo der Hintergrund abgedeckt wird durch ein Hintergrundbild, was die eigentliche Hintergrundfüllung komplett abdeckt. Das war aber nicht der Grund, weshalb ich Ihnen das gezeigt habe, sondern ich habe bewusst einen sehr unpassenden Farbton gewählt, um Ihnen zu zeigen, wie man so ein Farbschema auch wieder los wird. Auch das ist ein Punkt Farbschema bearbeiten. Dort gibt es den Reiter Standard. Und hier können Sie, wenn Sie auf ein Farbschema klicken, Sie sehen das durch den schwarzen Rand, können Sie hier auf Schema löschen gehen und dann wird das Schema gelöscht. Achtung, es ist jetzt weg. Die Microsoft-typische Nachfrage, wollen Sie wirklich? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Findet hier nicht statt. Wenn man merkt, man hat das falsche Farbschema gelöscht, bitte nicht auf Übernehmen oder irgendetwas gehen, sondern hier auf Abbrechen. Dann ist das Farbschema noch da. Wie gesagt, wollen wir es löschen, einfach auf den Standardreiter auswählen, Schema löschen, übernehmen und fertig. Das war der erste Teil des Tutorials Farbschemas in PowerPoint 2003. Im Anschluss schalten wir direkt in unser News Center. Nach der Installation der Version 8.2.2 von Snagit können Sie ganz individuell die einzelnen Elemente der Multifunktionsleiste in PowerPoint 2007 aufnehmen. In Snagit aktivieren Sie die Option Objekt, klicken dann auf Capture und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, okay, welches Objekt möchte ich gern haben, zum Beispiel hier die ganze Befehlsgruppe Schriftart oder auch nur ein einzelnes Symbol oder ein Listenfeld, ganz beliebig, je nachdem, auf was ich drauf zeige, das kann ich dann abfotografieren. NX PowerLite gibt es jetzt in einer Version, die nicht nur PowerPoint-Dateien komprimiert, sondern auch Word- und Excel-Dateien, also alle, die das interessiert, NX PowerLite Version 3.0. Hier auf der Website von NX PowerLite können Sie sich das Tool herunterladen, erstmal kostenlos testen. Sie können auch noch mehr Informationen über das Tool einholen oder Sie können es auch gleich kaufen. 35 Euro ist der aktuelle Preis. Zum Schluss noch die Vorstellung eines neuen Beamers und zwar von der Firma Optoma, der EP770. Ist ein DLP-Beamer, leicht also, mit Fernbedienung. Die ganzen technischen Daten werden jetzt hier unten eingeblendet.